Dobro, poslije podne. Drago da vas je pozdraviti, jel se to čuje? Ne, se sad čuje, sad se čuje. Dakle, dobro vam poslije podne, drago mi vas je pozdraviti na predzadnje večeri festivala. Naš prvi program, strip autorica, jedna od najboljih strip autorica njemačkog govornog područja, autorica jednog od kultnih grafičkih novela, danas je posljednji dan ostatka tvog života, Uli Lust. Razgovor s njom moderirat će poznavatelj stripa, strip izdavač, sportaš svašta nešto, Vladimir Šagadin. U kabini, kada god je riječ o njemačkom, prevodi nam Ines Meštrović. U publici je i krivac zašto uopće možemo ovu grafičku novelu predstaviti, jedan od najboljih izdavača grafičkih novela i stripa, ne samo u Hrvatskoj, nego i na jednom širem području, Marko Šunjić, vlasnik Fibre, molim vas, pljesak za Marka. A sada ću ja malo sjesti u fotelju i slušati kako to Vlado radi. Hvala Sejdu, jedan aplauz za Sejda koji je prije 3 godine pustio strip na festival i još uvijek ga nije optirao. Hvala vam što ste došli, s nama je večeras zaista autorica s kojom isplati se razgovarati i koja doista pokazuje zašto je strip tako interesantan, aktualan u ovo vrijeme, a možda nije mu bilo suđeno da bude, pošto je kao navodno staromodan. Ovo je sjajna knjiga, pravi roman, zapamtit ćete da ste ju čitali, iskoristite priliku ko nije ne kupi knjigu, nek mu se autorica potpiše. I ovo je jedan, to kažu, autobiografski roman koji naravno nas, ljude, svi volimo tračat, i onda nas uvijek se pitamo šta su bližnji rekli na to. Međutim, tu će nije nevino pitanje. Naime, postoji sudski slučaj u Njemačkoj u kojoj su majka i kćer tužili sina, odnosno brata, jer je napravio strip o njima, a nije smio. I što je najbolja fora, sud je presudio da su one u pravu. Pa nije baš ono lako napraviti autobiografski strip kad netko može tužiti vas. Jel sam u pravu? Es handelte sich um einen Roman und keinen Comic. Und es war der Freund und nicht der Bruder. Ja, aber es ist sehr gefährlich und die meisten autobiografischen Zeichner, die ich kenne, haben Probleme mit ihrer Familie. Also die Eltern, also man gefällt sich nur dann in der öffentlichen Darstellung, wenn es sehr, sehr positiv ist. Literatur ist aber nicht immer positiv. Man möchte kein Buch lesen, das sich liest wie eine Geburtstagsrede. Und deswegen, also um gute Geschichten zu erzählen, muss man ein bisschen schamlos sein oder gemein. Und das gefällt der Familie nicht immer. Dobro, onda da pitamo, dakle, neka imena su promijenjena u tvojoj knjizi i bližnji su to podnijeli, čini mi se, bolje nego što si očekivala, ali taj strah je prisutan zapravo stalno. Ja, also meine Familie wurde Gott sei Dank eher positiv dargestellt. Ich habe sie ja nicht sehr, also sie haben sich gut und vorbildlich verhalten. Das heißt, sie sind jetzt auch nicht böse über die Darstellung. Ich habe bei dem neuen Buch ein bisschen mehr Sorgen. Es ist gerade in Deutschland ein weiteres Buch, ein autobiografisches, rausgekommen, das noch etwas näher an der Familie dran ist. Wir werden sehen, wie sie da reagieren. To je knjiga koja je trenutno sada završena, ako se ne varam, autorica se nalazi taman između velikih radova. Ovo je najbolji period. Ich werde nervös.
Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. To onda je najbolje malo po festivalima pričat, jesti, pit. Raditi strip, Mirko Ilić je rekao zato da je to samo razarajuća djelatnost. Ovo malo da zezam prevoditeljicu. Njemački je precizan jezik, samo razarajuća djelatnost. Ja sam imao čast objavljivati autorske stripove autorica, mada to nije toliko bitno. Ovako ću reći. Sonja Gašperov je crtala sa slomljenom ključnom kosti, a Irena Jukić-Pranjić je primala injekciju u kičmu da završi knjigu, a Nini Bunjevac se dioptrija vraćala pola godine natrag i morala ići na nekakve fizioterapije pola godine. Ova knjiga je stvarana 4 godine. Stvarana je o obitelji koja je živa i koja će to pročitati. Traženje izdavača je vrlo neizvjesno, a 4 godine je puno. Za 4 godine ljudi organiziraju olimpijske igre. I sad, kako preživjeti cijelo to vrijeme i ostati raditi na takvom dijelu i ne izgubiti oštricu. Ich versuche immer mit so wenig Geld wie möglich auszukommen, wenn ich eine billige Wohnung und ich bin früher nicht auf Urlaub gefahren. Das war das ganze Geheimnis. Ich habe in Berlin gelebt, da ist das Leben sehr billig. Ich wollte einfach immer mehr Zeit haben, um zu arbeiten, und ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Wenn dieses Buch hier kein Erfolg gewesen wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich sehr deprimiert und müsste mir eine andere Beschäftigung suchen oder was auch immer. Gott sei Dank hat es den Leuten gefallen, und es ist, also ich komme ja aus Österreich, und das ist comic-mäßig auch ein dritte Weltland. Es ist gar nicht so weit weg von Kroatien in dieser Hinsicht, und ich finde, das ist ein schöner Beweis, dass man, wenn man sehr, sehr energisch ist und konsequent, auch aus dem Abseits viel erreichen kann heutzutage. Also auch jetzt für kroatische Zeichner zum Beispiel. Slažem se. Moje iduće pitanje upravo se tiče te Austrije. Čitajući tvoju biografiju, dobio sam dojam kada se radi o nekakvoj Heidi. Ne se sjećate Heidi? To je bio prvi album sa maljepljivih sličica koje sam ja recimo skupljao, i Heidi je živjela na selu, nekakvim švicarskim Alpama i to. E, Uli je kontra Heidi skroz, ali je živjela u austrijskom selu. Stripova je bilo samo, mislim da su oni imali Mikije Valmanah, Paja Patak, ne znam kako se sad zove, ne zanima, Paja Patak, Donald Duck, a Mickey Mouse. Kad se dogodio trenutak gdje vidiš da postoji još stripova, gdje imaju nekakvi ljudi koji to crtaju i gdje čovjek konačno sretne svoje pleme u tom stripovskom pogledu? Das hat sehr, sehr lange gedauert. Ich habe in Österreich gelebt, bis ich 28 war, und ich wollte gerne mit Bildern Geschichten erzählen. Allerdings gibt es in Österreich, gab es keine Comic-Kultur damals, und ich habe einfach keine gelesen. Also ich wusste, dass man illustrieren kann. Es gab dieses illustrierte Buch, das heißt ein Text und dazu ein Bild, das den Text ein bisschen abbildet. Aber wenn man das Bild beim illustrierten Buch weglassen würde, wäre der Text immer noch da. Ne? Also man braucht diese Illustration eigentlich nicht. Und mit 28 bin ich nach Berlin gezogen, um zu studieren, Illustration zu studieren, Zeichnung, was ich in Wien nicht konnte, weil sie mich nicht genommen haben. Und in Berlin gibt es eine sehr lebendige Alternativ-Comic-Szene. Also es gibt kein Geld in Berlin, aber es gibt wahnsinnig viele Kreative, und alle sagen immer, ja, machen wir was zusammen. Auch wenn man noch gar ein blutiger Anfänger ist, man findet immer jemanden, der ein Komplize sein möchte. In Wien zum Beispiel, wenn man da kreativ ist, dann sagen die Leute, ach, das brauchen wir nicht. Wen interessiert das schon? Also Wien fand ich sehr, sehr demotivierend und Berlin extrem aufmunternd. Und gleichzeitig habe ich diese Erwachsenen-Comics kennengelernt, die im Prinzip dieselben Themen bearbeiten, wie es Literatur schon seit vielen, vielen Jahren tut, also hunderten Jahren.
Ich bin eigentlich eher ein Romanleser und ich hatte meine Comicwelt noch nicht entdeckt gehabt. Und als ich die dann gefunden habe, dann habe ich immer noch nicht so gut gezeichnet, um in der Lage zu sein, so viele Bildchen zu machen. Also, es hat lange gedauert. Ja. Also ich hätte auch, wenn ich mit 20 gedacht hätte, ich möchte Comiczeichner werden, ich hätte immer gedacht, das schaffe ich nie, weil ich habe an jedem Bild immer sehr, sehr lange gezeichnet. Aber Übung, 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 Übung. Pardon. Znači, u Berlinu se ta stvar dogodila. A ono što je, sad sam nešto htio, još uvijek ste, koliko dugo u Berlinu ti radiš, djeluješ, živiš? Seit 1995, schon lange. 95, dobro. Znači, nisam htio da sad saznamo koliko ima godina žena, sam malo. A zašto... Ich bin vor einer Woche 50 geworden und ich finde es toll. Ich finde es super. Applaus. Yes. Zašto u Njemačkoj ima stripa, zašto ga u Austriji nema? Da li je on osuđen samo na djecu? Da li se ne doživljava ozbiljno ili... Mm. Ja. Znači ima malo... Ja. Snobizma. Ja, so ist es. Ova knjiga je, da se vratim, zamišljena je, ova knjiga zamišljena je ovako, nije bilo nikakvih želja da se to ide u nastavcima, objavljuje pa da se onda skupi u jednu knjigu, nego je postojala, odmah je zamišljena u velikom broju stranica ovako. Da li je bilo u te četiri godine nekakvog ipak feedbacka za dijelove knjige, ako je trebalo? Da li je bio još neko ko čita to? Hmm. Also ich hab vorher sehr viele Comic-Reportagen gezeichnet, also so dokumentarische Comics über andere Menschen, und es waren immer kurze Arbeiten, das waren so 12 Seiten oder eine Seite. Auch für die Magazine waren das so ein One-Pager, nennt man die. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich mehr Platz brauche. Ich hatte das Gefühl, dass ich erst so richtig zu voller Kraft auflaufen kann, wenn ich richtig viel Platz und das heißt Zeit habe, um zu erzählen. Also das klassische Comic-Album mit so 56 Seiten oder 48, also diese kleinen Formate, ich dachte, das reicht mir nicht. Ich wollte ein dickes, dickes Buch zeichnen. Und dann habe ich einen Stoff gesucht, der ausreicht für das dicke Buch. Und ich habe meinem Freund damals diese Geschichte erzählt, wie man das halt so tut. Ne? Man erzählt sich Privatangelegenheiten. Und er hat mich dann überredet, diese Geschichte als Comic zu nehmen. Das war mein Einstieg ins autobiografische Erzählen. Ich wollte eigentlich nicht. Koliko stvari nije završilo u ovoj knjizi? Boah, vielleicht 30 Seiten oder so. 40, bisschen. Oder meinst du Ereignisse? Mogu događaju. Man kann nicht alles erzählen. Ich habe versucht, die wichtigsten Dinge aneinander zu bauen, die wichtig sind, um die Geschichte zu erzählen. Also es gibt sicherlich noch einiges, das nicht im Buch gelandet ist. Ja. Ljudi koji rade takve priče, često mi govore da neke stvari koje su se dogodile moraju izbaciti, jer će sve skupa biti neuvjerljivo kad se ispriča, iako su se dogodile. Jesi li ti imala takav... Slučaj. Ich wüsste jetzt nicht, welches genau, aber es ist vollkommen richtig. Die Vorstellung, als autobiografischer Comiczeichner würde man einfach nur erzählen, was im Leben so passiert ist, wie in einem Tagebuch, ist sehr naiv. Manche Leute können im Tagebuch so spannend erzählen, dass es ausreicht, aber eigentlich ist das also man muss sehr viele dramaturgische Überlegungen anstellen. Es ist kein Tagebuch. Ich würde sagen, der autobiografische Comic ähnelt sehr vielen
Romanen, nur dass die Literaturszene niemals zugibt, dass etwas autobiografisch ist. Die Romanautoren, die sind immer beleidigt, wenn man sie fragt, was ist denn aus ihrem eigenen Leben im Comic? Die mögen das nicht, weil es einen schlechten Ruf hat, dass man über sich selbst erzählt. Man sagt dann immer nur, es basiert ungefähr auf einem Ereignis, aber man sagt niemals, das ist meine Geschichte. Und im Comic haben wir diese Scham nicht. Im Comic ist das ja, kein Problem. Vrlo zanimljivo, stripu je to plus, a romanu minus, mislim književnicima ozbiljni. A ima tu scena koje su jako neugodne, silovanje i tako dalje. Ima sad cijeli niz stripova i na hrvatskom u fibrinim izdanjima u kojem možete birati između holokausta, islamskog terorizma, izživljavanja ljudima, fašizma, pedofilije i tako dalje. A isto kao i u ovom stripu, uvijek imam dojam da je strip jako lijep medij koji zna amortizirati traumu. Amortiziranje traume. Namjerno znamo našu prevoditeljicu. Ne možete, recimo, kada gledate silovanje na filmu ili čitate o silovanju, ne znam za vas, meni je jako neugodno. A u stripu je to nekako najprobavljivije jer ja određujem koliko ću ja tog kadra i radnje vidjeti kao čitatelj. Strip je po tom pitanju, ovo je strip rađen s radošću, što je najbolja fora. Ja, to strip može podnijeti. Entschuldigung, sorry, diese Verzögerung ist immer ein bisschen unangenehm. Ich habe dieses Buch eigentlich, was mich interessiert hat an dieser Geschichte, ist die Lebensfreude, mit der diese junge Frau einfach ins Blaue aufbricht. Dass es dabei Probleme gibt, das war wichtig, um der Geschichte Substanz zu verleihen, aber diese Vergewaltigungsszene war mir nicht wichtig, sie zu erzählen. Also ich musste sie natürlich erzählen und, ach Gottchen, es gibt schönere Dinge im Leben. Ne? Also ich hab kein Trauma zurückgetragen, würde ich vermuten. Ich fand es eher traumatisierend, dass man, also wie die Situation in Sizilien als 17-jähriges Mädchen, dass man das Menschenrecht abgesprochen bekam. Also als Frau hat man eigentlich keine Möglichkeit, einen eigenen Willen zu artikulieren. Man hat gefälligst Ja zu sagen. oder ja. Diese Entmenschlichung fand ich schwieriger als den tatsächlichen körperlichen Akt, weil ich war damals nicht besonders prüde. Also das war in den 80ern, gab es etwas, das nannte sich sexuelle Revolution. Man weiß es nicht mehr, es ist schon so lange her. Und dann hat man versucht, halt sehr, sehr offenherzig zu sein. Und diese moralische Verklemmtheit ging mir sowieso auf die Nerven. Kao što rekao, strip definitivno ima tu nekakvu milost u pripovjedanju i to je ono što izdvaja, ono što je spomenula gošća, strip reportaži. Mi ovdje znamo šta su strip reportaži, čitali smo Sakove stripove, Joe Sacco, zatim Aleksandar Zograf u Beogradskom vremenu već 5-6 godina svaki tjedan objavljuje dvije stranice reportaža, putovanja, sa buvljaka, stvari i tako dalje. Čini mi se da strip reportaža, za razliku od obične reportaže, ponudi još jednu emociju koju inače nema u tekstu. Ne može biti u fotografiji, nego ovisi o stilu autora i tome šta on bira da ispriča. Voliš raditi strip reportaže. Čini mi se da je to nekako najviši nivo sada u novinama, kao da je vrhunska gurmanska delicija. Gurmanska delicija. Wenn man Interesse an der Realität, an dem Abbilden der Realität hat, dann schon. Es gibt viele Zeichner, die gerne in Fantasiewelten schwelgen und auch Leser. Wer Comic-Reportagen gerne mag, das sind Journalisten, allerdings nicht im Sinne von, sie engagieren Comic-Zeichner für die Zeitung, sondern sie schreiben sehr gerne über Comic-Reportagen. Das war mein größter Presseerfolg.
Taj angažman je bio jednokratan ili se još uvijek naručuju reportaže u nekoj i tako dalje? Immer wieder mal, ja. Ich hatte jetzt gerade, fast hätte ich ich wäre nach Afghanistan gefahren, um dort ein Frauenkrankenhaus zu besuchen im Auftrag von Ärzte ohne Grenzen. Leider habe ich auch einen Lehrauftrag an der Hochschule in Hannover und kann deswegen nicht einfach für 3 Wochen weg im Oktober. Und im Februar werde ich 2 Wochen in Haarlem verbringen, das ist in den Niederlanden, und dort über die Stadt recherchieren. Also es kommt dann auch ein Buch raus oder was auch immer. Also ich werde sehr oft eingeladen von Orten oder Kulturinstituten, um etwas über diese oder jene Situation zu erzählen. Orte sind besonders beliebt. Von wegen nach Johannesburg fahren und etwas über Südafrika erzählen. Ich finde das immer ein bisschen gewagt, ehrlich gesagt. Nadam se da će biti u životu još prilike za posjetiti Afganistan. A kako se stvari kreću, bit će sigurno prilike da otputujete u ratom zahvaćena područja. Možete li nam nešto još reći o vašim djelima koje, nažalost, ne možemo čitati na hrvatskom? Možda ćemo moći. Radi se o mitološko-erotskim stripovima Air Pussy, jer sam dobro rekao, i o grafičkom romanu Otac, odnosno Tata. To se dogodilo nakon ove knjige. Kakav je bio odjek tih knjiga, ako nam možete samo malo reći o tome? Air Pussy war so ein Interneterfolg. Ich habe das Buch, ich habe einen kleinen Online-Verlag. Im Prinzip ist es wie eine Online-Bibliothek, wo man Comics, längere Comics als PDFs downloaden kann, umsonst. Und Air Pussy war bei der Gründung der erste Comic, den man downloaden konnte. Und es ist immer noch an der Spitze von den Büchern, die, ja. Es ist jetzt nicht die Geschichte, auf die ich am stolzesten bin. Es ist Teil einer Comic-Serie. Ich habe einige Jahre lang inspiriert von einem prähistorischen, frühchristlichen Frühlingsritual eine Comic-Serie begonnen, die auch ein Frühlingsritual sein sollte. Also inspiriert von der Figur einer Göttin, es ist sozusagen die Pflanzenwelt, die schläft im Winter und sie wacht im Frühling auf und möchte sich und sucht ihren Liebhaber. Es ist, was die Natur vormacht, wird dann vermenschlicht, und das war ein alter Mythos, ein vorchristlicher. Ihr kennt vielleicht noch diese Göttinnenstatuen. Ich habe sie gestern hier im Museum besucht. Es gibt irgendwo in der Nähe gibt es einige Fundstätten von so Göttinnenfiguren mit Vogelköpfen. Auf die bezieht sich dieser Mythos. Ja. Und Air Pussy war die letzte Ausgabe davon. Air Pussy, das ist eine junge Frau, die die wunderbare Gabe hat, dass wenn sie masturbiert, dann kann sie fliegen. Es ist eine Metapher. Aber ich habe es gezeichnet, so als würde es wirklich funktionieren. Hvala. Ovaj grafički roman Tata, odnosno Otac, što je točnije? Das war ein kurzer Beitrag für eine Anthologie, Spring. Das ist eine Anthologie aus Deutschland, von Frauen nur gemacht. Die kommt jedes Jahr einmal raus. Und wir hatten das Thema Familie, und ich habe einen Sohn, und es gibt diese etwas unangenehme Situation, dass sein Vater nicht bekannt ist. Also ich kenne ihn zwar, aber ich weiß nicht mehr, wie. Also ich habe ihn nur kurz getroffen. Es ist eine sehr, sehr unangenehme Situation für meinen Sohn. Und das ist eine Sache, die mir wirklich sehr unangenehm ist, und das Gespräch, das erste Gespräch mit ihm über seinen Vater, habe ich als Comic gezeichnet. Also da gibt es keinen Sex, der fand vorher statt, der ist nicht im Comic. Der war auch nicht besonders spektakulär, hat aber ein glänzendes Ergebnis erzielt. Sie nur mir war schon. Ja. Ich habe die Geschichte deswegen erzählt, weil mein Sohn das nicht sehr problematisch genommen hat. Er war mir nicht böse. Wir haben zwar herum überlegt, wie man ihn noch finden könnte, aber er hat letzten Endes gesagt, er hat ihn eigentlich nicht vermisst. Also er ist bei meinen Eltern aufgewachsen, und mein Vater war seine männliche Bezugsperson, und er hat eigentlich erst mit 12 oder 13 angefangen, darüber nachzudenken, wer dieser leibliche Vater ist. Also er ist mir nicht böse. Und das finde ich das Wichtigste. Es gibt sehr viele
Probleme in unserer Gesellschaft, die auch ein bisschen selbstgemacht sind. Diese Idee, dass unbedingt man wissen muss, wer ist ein leiblicher Vater. Ansonsten ist man wurzellos als Mann. Und das ist einfach Unsinn. Wichtig ist, dass Kinder Respekt und Liebe und Zuneigung und Aufmerksamkeit bekommen. Und ja. Übrigens, in diesen alten Kulturen, von denen meine Frühlingshefte handelten, gab es auch keine Väter. Da haben die Mütter immer, also die, damals war die Kultur so, dass die Frauen zu Hause bei der Mutter geblieben sind und die Männer kamen ab und zu abends zu Besuch. Das nannte man Besuchsehe. Und die männliche Bezugsperson für die Kinder, das waren die Brüder der Mutter. Postoji velika intencija kod stripašica da istražuju tako te stare poganske mitove, kipove i kako šta je to bilo. Sad polako dobijam sliku zašto to radi. Warum? Pa, wer macht das noch? Ich sage dir warum. Es gibt einfach in der Menschheitsgeschichte sehr, sehr, sehr wenige positive Rollenmodelle für Frauen. Und wir versuchen sie wieder ein bisschen ans Licht zu bringen. A htio sam je najaviti sa žena, majka, kraljica, ali onda nisam htio namjerno, nisam znao kako će prevesti, trebao sam. Nema veze. U Austriji si počela sa ilustracijama za djecu. A kod nas se ne može živjeti od autorskog stripa domaćeg. Što sve moraš raditi usput za onaj, što oni kažu, blues režija? Blues režija. Oh, ich habe so viele Jobs gemacht in meinem Leben. Ich glaube, das Schlimmste war bei McDonald's. Ich war die einzige Österreicherin. Ja, es war seltsam. Und ich habe nach einem Tag dann die anderen eingelernt, die Neuankömmlinge. Es war, ja. Aber ich habe sehr, sehr viele dumme Jobs gemacht. Knjiga je dobila jako puno nagrada. Siguran sam da su neke stvari postale lakše i postoji intencija da se snimi film u Austriji. To ozbiljan budžet sa ono, baš onako jedna velika produkcija i uspjela se zadržati ipak nekakvu kontrolu da moraš odobriti scenarij i to se već 5-6 puta piše i kad ćemo gledati u Hollywoodu tebe? Ja. Also es wird niemals in Hollywood erscheinen, weil die Amerikaner natürlich es neu drehen. Wenn ihnen der Film gefällt, dann drehen die das nochmal selber nach. Deswegen habe ich auch kein Problem damit. Also ich habe, wie ich gestern auch schon erzählte, dass die Amerikaner wollten eigentlich auch die Filmrechte erwerben, aber ich hatte sie dann schon an eine österreichische kleine Firma verkauft. Und es tut mir nur ein klein bisschen leid, weil im Gegensatz zu den Amerikanern haben die Österreicher großes Interesse an meiner Mitarbeit. Also sie lassen mich das Drehbuch immer lesen, obwohl das sehr, sehr gefährlich ist, weil man extrem kritisch ist. Es handelt von mir selber und sie müssen für den Film wieder Dinge ändern, weil das Buch viel zu lang ist für den Film. Der Film muss in 2 Stunden komprimiert sein. Und im Film muss immer ganz groß drüber stehen, was ist die Motivation der Hauptfigur. Und das muss man in der Literatur nicht so eindeutig festlegen. Und deswegen versuchen diese Autoren, die Drehbuchautoren, ständig irgendwelche Dinge zu konstruieren. Da laufe ich zum Beispiel weg von meinen Eltern und meine Eltern sind ganz grauslich. Und also es wird ständig, muss viel mehr erzählt und begründet werden, was eigentlich gar nicht stimmt. Ich denke, ein Teenager, der abhaut, muss nicht sagen, warum, weil ein Teenager ist nun mal verrückt. Also ich hatte eine tolle Kindheit, ich habe großartige Eltern gehabt, ich war nicht wütend auf meine Eltern. Ich wollte einfach etwas erleben. Ich war ignorant, das muss ich leider sagen, ja. Also im Drehbuch ist es auch so, dass ich irgendwann in der dunkelsten Stunde in Sizilien
meine Eltern anrufe und sage, bitte, und dann fange ich an zu heulen und dann hebt meine Mutter ab und dann lege ich den Heurer auf. Und gegen diese Szene habe ich extrem opponiert, die ist jetzt wieder rausgestrichen, weil es ist, niemals hätte ich angerufen zu Hause, das hätte ich einfach nicht getan. Also, warum soll ich meine Eltern in Niederösterreich anrufen, dass sie mir bitte in Palermo helfen, das ist idiotisch. Aber die Drehbuchautoren, die dachten, das kann nicht sein, der geht es so schlecht, die muss um Hilfe rufen. Und das sind so Dinge, die auch jetzt wieder rausgeflogen sind aus der Version. Und wir werden sehen. Das größte Problem ist das Geld, weil es ist ein sehr teurer Film. Istina, samo mislim da je tema 80. i putovanja i autostopanja po Italiji i tako dalje, mislim da to je sad u modi, to bi sad išlo, jel da? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, heute würde man per Zug fahren, Interrail oder so. Keine Ahnung. Ich denke, es gibt immer noch. Ich habe ein paar Studenten, also ich unterrichte jetzt, ne? Und das heißt, ich habe jetzt mit den jungen Menschen zu tun als Lehrerin und die machen das auch. Die kommen, die fahren zu den Comic-Festivals und wissen nicht, wo sie schlafen sollen und stehen dann rum und finden halt irgendwas. Ich finde, wenn man jung ist, kann man das machen. Sve je lako kad si mlad. Moraš otpirati. Postoji jedna spomenuta u razgovoru internet stranica na kojem Uli stavlja autore iz cijelog svijeta sa probranim stripovima. Stranica se zove Elektrokomiks. Ima super autora i naravno da smo već odmah razgovarali da nešto i odavde malo dode gore i da se prevede, postoji tako jedna osoba koja će prevest. Pa ja bih te molio malo o tom elektrokomiksu, naime situacija za strip je takva da su magazini propali i da bi nešto radili u real time-u morate otići na internet. Sad na internetu ima milion stvari, opet sad treba neki magazin na internetu koji će producirati takve stvari. Moj strip, kom, čini mi se li HR, kom, 33 mjeseca ljudi u Hrvatskoj objavljuju nove stripove iz mjeseca u mjesec. Odite tamo, a poslije toga odite na Elektrokomiks jer je na njemu šta? Eigentlich, es sind längere Geschichten, mindestens 15 Seiten, sehr viele dokumentarische Comics, es gibt auch ein paar experimentell avantgardistische. Ich bin nicht besonders umtriebig auf der Suche nach neuen Sachen, sondern wenn ich etwas Interessantes sehe und vor allen Dingen bei den geschätzten Kollegen, man ist ja gut vernetzt als Comiczeichner, wenn irgendwelche alten Arbeiten, die besonders interessant sind, die nicht mehr auf dem Markt sind, solche Dinge, dann frage ich sie, ob sie Lust haben, das auf Elektrokomics zu veröffentlichen. Ursprünglich war die Idee, dass man für ein E-Book eine kleine Spende zahlt, dass Menschen, die das Comic mögen, dass sie 50 Cent bezahlen, eine ganz kleine Summe. Und wenn viele Leute 50 Cent bezahlen, habe ich am Ende genauso viel verdient wie in einem Magazinbeitrag. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass die Menschen im Internet nicht bezahlen wollen. Und um ehrlich zu sein, gehöre ich auch dazu. Ich finde es eigentlich schön, dass das Internet so ein großer Tauschladen ist. Und irgendwann habe ich die Bezahlbuttons runtergeschmissen von der Webseite, weil das buchhalterisch wahnsinnig umständlich ist. Und dann habe ich immer Jahresabrechnungen für die Künstler geschrieben. Oh, lieber Kolbein, du hast 60 Cent verdient. Liebe Lucy, 1,20 Euro, wie soll ich sie dir geben? Und jetzt mache ich es nur noch als Spaß, so wie eine Schmetterlings-, naja, eigentlich wie ein Garten. Das ist mein schöner Garten, den ich pflege und andere Menschen können diesen Garten besuchen. Es ist schon rentabel insofern, als dieses Buch hier in Amerika erschien vor 5 Jahren oder 6. Es haben mich sehr, sehr viele Leute gekannt. Ich habe überall ein Publikum, obwohl ich damals noch nicht
nichts publiziert hatte in Amerika. Wir haben auch sehr viele Leser aus China oder aus Südamerika und das ist ein riesiger Erfolg, weil einer der Hauptgründe für mich, Elektro-Comics zu machen, war meine eigene Herkunft aus dem Land, also aus der Pampa, aus der Einöde, wo man keine Comics bekommen kann und durch das Internet können es jetzt alle genießen. Pomogao internet konkretno kod komunikacije s urednicima koji žele objaviti tvoje radove? Ich habe dieses Buch vorveröffentlicht im Internet, die ersten 60, 80 Seiten, vielleicht auch 100, und da hat sich dann ein Verleger für interessiert, weil es auch ein Achtungserfolg war bei Electro Comics. Allerdings, so wirklich riesig angelaufen ist es erst, als das Buch da war. Das Internet ist gut für Leute, die kurz und lustig erzählen. Also Funny Strips funktionieren großartig. Es gibt sehr viele Humorzeichner, die sich im Internet eine große, 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 große Fanbasis erarbeitet haben. Also wenn man lustig ist und diese Ein-Bild-Cartoons machen kann, perfekt. Für meine Arbeiten sind die Bücher wichtiger, weil man möchte sich versenken in diese lange Geschichte und ich möchte, dass der Leser sich versenkt. Und das elektronische Medium ist natürlich auch hat auch eine große Anziehungskraft, so eine Sogwirkung, aber irgendwie funktioniert das Lesen, meine ich, für mich als Buch besser und bis jetzt bestätigt das Publikum das. Vielleicht wird die nächste Generation anders reagieren, wir werden es sehen. Baš nas briga. Ali, zašto strip preživljava uporno? Jer nekako kao obične ove knjige, ono niko više ne čita što nije istina i tako dalje. I sad još tamo nekakav strip koji on dugo nastaje i sve to skupa i već bi on očekio bi čovjek da to nekako propadne. A on ne samo da ne propada, nego je sve deblji i važniji i evo na festivalima književnosti stripaši su počeli dolaziti. Stvari su se potpuno otele kontroli. Ima li strip šansu kod nove generacije koja može u isto vrijeme naravno apsolvirati i sliku i tekst i koja nema predrasude u stripu da je to nešto glupo za djecu i čita se ispod klupe. Vidiš li tu šansu neku za strip? Es hat damit zu tun, in Deutschland und jetzt auch in Kroatien, habe ich gehört, wird Comic jetzt auch an Hochschulen unterrichtet. Das ist deswegen gut, weil die Hochschulen eine Konzentration und Zeit liefern können. Also ich fand Comic auch als Liebhaberobjekt in einer Liebhaberszene extrem wichtig, aber wäre ich zum Beispiel, hätte ich an der Hochschule nicht die Gelegenheit gehabt, sehr viel Zeit dem Comiczeichnen zu widmen, hätte ich nicht diese Qualität an Zeichnung erreicht. Also die Hochschule bietet mir Zeit und Beratung und auch Inspiration von anderen Künstlern. Also als ich studiert habe, kannten unsere Professoren keine Comics, aber meine Kollegen und wir haben sehr viel Input im Unterricht gegeben. Also wir haben auch selbst sehr viel mitgebracht. Und heute sind in Deutschland, ich kenne 4 Comiczeichner, die Zeichnen unterrichten. Und das gab es vor 20 Jahren nicht. Und wir unterstützen natürlich auch unsere Studenten, dass sie weitere Werke machen. Und das grafische und inhaltliche Experiment wird gepflegt. Das heißt, für die formale und inhaltliche Weiterentwicklung ist gesorgt. Der nächste Punkt war, dass das Publikum überraschenderweise dieses statische Medium auf Papier immer noch mag. Ich denke, das hat damit zu tun, dass wir mittlerweile sehr viel visueller sind, dass wir viel mehr mit Bildern umgehen und Comic ist einfach eine perfekt entwickelte Form, mit Einzelschlagbildern eine Bewegung herzustellen, die der Leser im Kopf mit nachvollzieht. Es ist ein einfaches, aber unglaublich effizientes Medium und deswegen interessieren sich auch die Künstler dafür und deswegen hat auch die Literaturwelt verstanden, dass das nicht Bilder für Dumme sind. Kod nas postoji jedna izreka,
kada više ne uspijevaš riječima objasniti čovjeku što mu želiš reći, onda iznerviran pitaš, hoćeš da ti nacrtam? Tako da, naš narod od uvijek znao da je strip dobar medij, jer stvarno kad nacrtaš, onda ako ti nije jasno ni tad, onda ne znaš objasniti. I za kraj, jedno pitanje, ovako kao da Paolo Coelho ga pita, recimo. Da li istina oslobađa Uli? Mich nicht. Ich hab sie jetzt an der Backe. Da li je barem zabavilo? Da li je barem zabavilo? Also das Zeichnen ist super. Also ich bin ja, ich liebe meine Arbeit. Ich sitze einfach wahnsinnig gerne am Zeichentisch und ich überlege mir wahnsinnig gerne, wie ich was erzähle. Und ich lache mich immer tot, wenn ich die Geschichten zeichne. Aber wenn sie dann veröffentlicht sind, dann wird's peinlich. Deswegen sage ich, jetzt habe ich die Wahrheit an der Backe. Also ich mache es ja, weil ich gerne Literatur schaffe und weil ich finde, der Held muss einfach... Der darf nicht schön geredet werden, weißt du? Also man darf nicht schön reden, nur weil es über einen selber ist. Man muss einfach konsequent bleiben. Und es wirkt dann ein bisschen, als würde ich allzu selbstentblößend über intime Dinge berichten, aber es geht mir nicht darum. Das ist eher der unangenehme Aspekt daran. Ja. Ich möchte psychologisch nachvollziehbar machen, warum Figuren so und so agieren. Ili što bi David Bowie rekao jednom pola rečenice, we can be heroes just one day. Uli Lust, kupite knjigu, nemojte biti glupi, tu je dolje, potpisat će vam se, super je knjiga, isplati se, ako ima neko nekakvih pitanja, nek dođe dolje, nek plati piće, nek pita, nećete ovdje ništa pitat, gotovo je. Uli, hvala ti lijepo, jedan veliki aplauz za ovu divnu autoricu. Siguran sam da ćemo se još vidjeti s njom. Gledam značajno izdavača da objavi još koju knjigu na hrvatskom. Hvala ti, vidimo se.